Jetzt hat mir gesagt, Rüdiger Lenz, kommt bitte hierher, kommt bitte zu uns. Ja, herzlich willkommen, Rüdiger. Willst du das Mikrofon hören? So, hallo Berlin. Ich hatte meine Rede heute in drei Teilen aufgeteilt, muss den ersten aber lassen. Den ersten mache ich ganz kurz. Ich soll euch alle herzlich grüßen von Dirk Fleck. Kennt ihr Dirk Fleck? Ja! Doch, Dirk Fleck kennt ihr. Dirk Fleck ist der Begründer des Öko-Thrillers. Und der kann heute nicht kommen, hat ein neues Buch geschrieben und muss Buchlesungen machen. Und er hat mir ein Schriftstück gegeben, das ist drei Seiten lang, das kann ich euch aber jetzt nicht vorlesen, leider. Deswegen werde ich gleich mit meinen Themen anfangen. Alle sprechen von Flüchtlingen. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, das ist ungefähr 10 Jahre her. Da hat ein bekannter Psychologe mich gefragt, ob ich nicht seinen Job in der Psychotherapeutenkammer aufnehmen könnte, denn es geht darum, einen Verband für Traumaflüchtlinge zu gründen. Und das habe ich auch gemacht. Wir waren ungefähr 100 Leute und haben den Niedersächsischen Traumaverband gegründet in Niedersachsen, in der Psychotherapeutenkammer in Hannover. Und da habe ich zum ersten Mal bin ich konfrontiert worden mit Tätern und Opfern, die alle Flüchtlinge gewesen sind, aus Kriegen kamen und wie die ticken und was man eigentlich mit denen machen muss. Wir haben überall, heute sehen wir Flüchtlingshelfer. Werde Flüchtlingshelfer. Ja? Da werdet ihr ausgebildet in 6 Wochen und könnt Flüchtlingshelfer werden. Das könnt ihr machen. Was bringen Flüchtlinge eigentlich mit in ihrem Körper und ihrer Seele? Das ist für mich das interessante Thema. Was bringen die mit? 80% aller Flüchtlinge, die hier hinkommen, reale Flüchtlinge aus Kriegen, sind hochgradig traumatisiert, nicht klein traumatisiert. Oft ist es so, dass diese Flüchtlinge in Generationen Traumata erlebt haben. Was meine ich damit? Die waren 7 Jahre alt und kommen mit 25 oder 28 hier rüber und haben erlebt, dass ungefähr die Hälfte ihrer ganzen Familie, die ist meistens größer als das, was wir deutschen Familie nennen, die Großfamilie, abgeschlachtet, zerstümmelt, vergewaltigt wurde. Und die bringen diese Seele mit. Ich weiß aus meiner Arbeit, dass traumatisierte Menschen nicht sozialisierbar sind. Sie sind nicht in der Lage, wir nennen das mittelschichtsorientiertes Wachstum, sie sind nicht in der Lage, das zu tun, was normale Menschen in diesem Land so vollziehen müssen. Eine Lehre machen, einen Job machen, eine Familie gründen, Miete bezahlen, Konsumterror mitmachen und so weiter. Die sind dazu nicht in der Lage. Ne? Und die ganze Propaganda über Flüchtlinge, die sieht für mich so aus, als ob sie das alles verdrängt. Ich bin 53 und die Flüchtlingswelle, die jetzt auf uns zukommt mit den 800.000 geplanten, das ist ja nicht die erste Flüchtlingswelle, die ich mitgemacht habe, sondern ich habe ganz viele Flüchtlingswellen in meinem Leben bisher mitgemacht. Ja? Und die sind alle nicht integriert worden. Das ist bitter, das, was ich jetzt sage. Aber die sind bis heute alle nicht integriert worden. Was bedeutet eigentlich Integration? Die meisten Menschen denken an Ausländer, wenn sie das Wort Integration hören. Wird ja auch meistens im Kontext mit Migration geredet. Integration bedeutet, dass ein Mensch, egal wer das ist, ob das ein Deutscher ist, also ein Inländer oder ein Ausländer ist, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, seine Persönlichkeit in einer Gesellschaft voll und ganz zu entfalten und seinem Leben nachzugehen, so wie es ihm dünkt. Ja? Das ist eigentlich Integration. Und in Wirklichkeit ist es so, dass auch die Inländer wie die Ausländer nicht integriert werden in dieses System, sondern friss oder stirb erlernen. Ja? Und jetzt wird mir erzählt, ich bin teilweise ein Fachmann, was Traumatherapie angeht, weil ich sehr, sehr viele hatte in meiner Praxis, auch Flüchtlinge. Und in dieser Gründung habe ich Trauma-Experten kennengelernt, unter anderem jemanden, der immer, also eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs ist, wenn irgendwie riesige Kriegsgebiete, also in Gaza, in Israel, Tsunami-Welle, all da ist der, der bildet Trauma-Experten aus. Und der hat dort auch eine Rede gehalten. Und das haben auch Rechtsanwälte dort eine Rede gehalten. Ich habe erst gedacht, wieso Rechtsanwälte? Bei Traumata, bei Flüchtlingen, wieso Rechtsanwälte? Und da habe ich verstanden, Flüchtlinge brauchen 3 Säulen. 3 Säulen brauchen Flüchtlinge. Sie brauchen seelsorgerische Unterstützung. Das kann Therapie oder wie auch immer sein. Ja? Sie brauchen seelsorgerische Unterstützung, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren können, außerhalb ihrer Traumen, die sie meistens mitbringen. Einige bringen sie nicht mit, aber ganz viele bringen sie mit.
Das Zweite, was Sie mitbringen müssen, ist eine wohlwollende Gesellschaft, ja, die Sie aufnimmt und integriert in der Stadt, in der Sie wohnen. Egal, wo das ist. Sie brauchen eine Bevölkerung, also eine Gesellschaft, die sagt, ja, wir wollen euch haben, wir helfen euch, wir integrieren euch, wir machen mit, wir interessieren uns für uns. Findet das statt? Das ist nur eine Frage. Die dritte Säule, die auch ganz wichtig ist, da bringe ich immer das Beispiel, als ich damals jemanden hatte, einen Russendeutschen, der mit dem Gesetz in Konflikt kam und ich mit dem was machen musste. Er dachte zu mir, scheiße, ich habe in dem See geangelt und jetzt habe ich eine Strafe bekommen. Was soll der Scheiß eigentlich hier in Deutschland? Ich habe in Russland mein eigenes Haus gehabt, da war ein See dran, da habe ich einfach geangelt. Da ist das gang und gäbe, die dürfen angeln, wo sie wollen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das war 92. Das heute noch so ist, weiß ich nicht. Also, was braucht ein Flüchtling noch? Ein Flüchtling muss erkennen, wie das Regelwerk in dem Land, in dem er als Flüchtling aufgenommen ist, wie das überhaupt funktioniert. Das Regelwerk eines Landes ist das Gesetz, also das bürgerliche Gesetzbuch. Wie funktioniert das? Wer bringt denen das bei? Ja? Und da kommen halt ganz, ich bin der Knasttherapeut, da kommen ganz viele von denen, die kommen halt eben in die Präventionstherapie hinein. Warum? Weil diese drei Säulen in unserer Gesellschaft bis heute noch nicht integriert sind für Ausländer oder vor allem für Flüchtlinge. Und das ist eine Schande, das ist blöd. Wir brauchen diese drei Säulen, damit die auch das tun, was wir von ihnen erwarten, damit nicht irgendwie da eine bekloppte Horde daherkommt, rechtsradikal wie auch immer, und dann irgendwas fabriziert mit denen. Ich komme aus Hameln, Koppenbrügge. Ich wohne in Koppenbrügge in einem kleinen Dorf, das heißt Bessingen. Es hat so viele Einwohner wie ein Haus, was hier steht. Also 300 Einwohner haben wir in Bessingen. Mehr haben wir da nicht. Und gestern ist in Salzhemmendorf, 10 Kilometer von mir entfernt, hat jemand morgens, das sollen ange... Ich weiß, ich kenne die Rechtslage, also ich habe mit den Polizisten nicht gesprochen, aber was in den Medien rumgegangen ist, da waren drei Rechtsradikale, die da Molotow-Cocktail reingeschmissen haben in einem Zimmer, wo eigentlich eine Mutter mit mehreren Kindern immer gelebt hat. Die war aber zu dem Zeitpunkt nicht da. Das ist auch gestern durch die Medien gegangen, Brennpunkt hat darüber berichtet. Und ich war bei der Demo, die haben kurzfristig zu einer Demo aufgerufen, also die ganzen Politiker, Landräte, Zeitung und Radioaktiv ist der Radiosender dort. Und ich war auch dort gewesen, habe das gesehen. Und da habe ich auch ein Vorurteil, was ganz viele haben über Flüchtlinge, habe ich da auch kennengelernt. Wisst ihr, was ich da gesehen habe? Mütter und Kinder, nicht nur Männer. Die meisten sagen ja, die Flüchtlinge, das sind ja nur Männer. Das sind ja nur Männer, die lassen ihre Kinder zu Hause, ihre Frauen auch. Stimmt nicht, was ich da gesehen habe, waren ganze Familien. Frauen und Kinder waren dort. Also Flüchtlinge sind nicht nur männlich, 28 und gierig. Das stimmt nicht, es ist gelogen. Geht mal selber in so einen Flüchtling, ich rate jedem selber, da mal reinzugehen, um zu gucken, was da wirklich los ist. Ne? Lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht verarschen von der Werbung, die über Flüchtlinge zurzeit hier reinrollt. Das ist alles politische Propaganda, die euch weismachen will, alles ist gut, nichts ist gut, wenn diese drei Säulen nicht stehen. Sie brauchen wirklich seelsorgerische Hilfe. Sie müssen wissen, in welchem Regelsystem sie sind, damit sie keinen falschen Fußtritt machen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land mit unglaublich vielen Regeln. Das ist Ghana nicht, das ist Algerien auch nicht. Da gibt es noch vieles, was die dürfen, das darfst du hier nicht. Dann bist du gleich mit dem Gesetz in Kontakt. Das ist so. Ja? Mein nächstes und letztes Thema wird ein bisschen kürzer werden. Wir sind ja hier auf einer Friedensdemo. Und oft wird über alles Mögliche geredet, aber nicht über Frieden. Und ich stelle mir mal die Frage, wir reden ja viel über Frieden, Ukraine-Krise und so weiter. Ja? Was dort wirklich abgeht, ich war vor 3 Wochen, ne, waren wir in Hamburg bei Marc Bartelmeier, haben seine Filmvorführung gesehen. Ihr müsst euch diesen Film angucken, echt, ihr müsst euch den angucken, was Marc Bartelmeier da zusammengeschnitten hat und dort erlebt hat. Das ist der absolute Oberhammer, was da abgeht, wie der Janutschenko im Parlament wirklich gesagt hat, dass diese Russen, die da im Donbass leben, dass man denen keine Schule, kein Geld, nichts mehr. Die wollen die echt sozial ausrotten. Ich will jetzt kein schlimmeres Wort sagen. Die wollen die, also es ist unglaublich, was da wirklich abgeht, was wir hier alle nicht mitkriegen. Guckt euch den Film bitte an, geht zu den Filmvorführungen. Wir sind hier eine Friedensbewegung. Ich frage mich, weil ich ja auch
naturwissenschaftlich sehr, sehr intensiv angehaucht bin, autodidaktisch sehr viel gemacht habe, frage ich mich, wie sieht eigentlich die Natur, die Biologie, friedliche Systeme? Hat die überhaupt gebaut? Die hat sie gebaut. Es gibt friedliche Systeme. In einem Interview hat jemand, ein libertärer, sehr bekannter Mensch, hat gesagt, dass die Ökonomie, die Wissenschaft vom Verhalten des Menschen ist. Und das ist sie nicht. Das stimmt nicht. Die Ökonomie ist die Wissenschaft vom Vorteilverhalten des Menschen. Sie versucht, Gleichgewichte in Ungleichgewichte zu produzieren, damit das Ungleichgewicht in einen Vorteil eines Einzelnen übergeht. Das ist regulierende Dynamik. Die ganze Spieltheorie von voll. Die ganze Ökonomie ist nichts anderes als Spieltheorie. Ja? Das biologische Prinzip von Frieden ist die Homöostase, ist nämlich das Gleichgewicht. Das ist die regulierende Dynamik. Das heißt, lebendige Prozesse ständig in gleichgewichtsorientierte Haltungen, Verhalten und so weiter hineinbringen. Ökologische Systeme in ein Gleichgewicht zu bringen, das ist ja die Katastrophe, die der Mensch anrichtet. Der Mensch richtet Ungleichgewichte an. Und Ungleichgewichte richtet das Wirtschaftsfinanzsystem richtet das an. Unser Verhalten richtet das an, weil wir uns orientieren anhand dieses Finanzwirtschaftssystems, das nur in Ungleichgewichte spricht. Nur Ungleichgewichte. Aber die... Wir werden von denen befohlen. Ja. Aber wir tun es freiwillig. Wir tun es alle freiwillig. Wir sagen ja nicht, ich mache nicht mehr mit und hören auf zu arbeiten. Das tun die wenigsten, weil es knallhart ist. Wir müssen das jetzt nicht... Ja, ich habe es auch gemacht. Es ist toll, dass du es gemacht hast. Und ich sage, in vielen Reden hört auf zu arbeiten. Aber es ist ein krasser Satz. Hört auf zu arbeiten. Ja, schön gesagt. Ich konnte es damals tun und konnte mein eigenes Ding durchziehen und habe das gemacht, was ich machen wollte. Aber für viele ist das hammerhart und hammerschwer. Haben ein Haus, ein Kind, es geht auf Gymnasium, muss finanziert werden und so weiter. Da hängt ein Rattenschwanz hinterher. Das kann man nicht einfach bumm auflösen und so. Ne? Als Einzelperson, ich war damals 23, als 23-Jähriger, ich sag mal Junge, kannst du das machen. Ja, da hast du keine Familie, nichts. Ich habe das als sehr junger Mensch erkannt und gemacht und durchgezogen. Nicht als 53-Jähriger, ja, und nicht als Vater und so. Das wäre auch sehr schwer gewesen, ja. Das muss jeder selber wissen. Wichtig ist, der Friede ist eigentlich nichts anderes als das Schaffen von Gleichgewichten. Man nennt das eventuell auch Win-Win-Systeme. Das kommt aber dem, was Gleichgewichte in der Biologie sind, gar nicht gleich. Gleichgewichte sind immer Anpassungsbedingungen, dass das ganze System funktioniert, ja, und nicht abschwenkt. Und wenn zu viele Ungleichgewichte kommen, kracht das auseinander. Und in dem System leben wir. Es kracht alles auseinander, weil wir Ungleichgewichte produzieren über das, was wir machen. Das will ich gar nicht diskutieren. Ich wollte euch nur mal so eine Idee geben über biologische Gleichgewichte und über den Begriff von biologischem Frieden. Denn wir sind biologische Wesen. Ja, wir sind natürliche Wesen. Wir sind in Wirklichkeit angedockt an die Natur. Wir sind nicht angedockt an das, was ich hier vor mir sehe. Wir sind ja nicht angedockt an die Häuser. Ja, die Kultur, die haben wir ja selber konstruiert. Die können wir dekonstruieren, aber die meisten Menschen denken, das ist von irgendwie ein Naturgesetz von Gott gewollt. Wir können unumstößlich irgendwas, da geht's ja Bullshit, kannst nicht machen. Doch, wir können von heute auf morgen in Wirklichkeit alles aufgeben. Tun wir natürlich nicht. Warum wir das nicht tun, habe ich in vielen Reden gesagt, weil wir einfach keine Beziehung mehr zu uns selbst haben. So, mein Name ist Rüdiger Lenz. Ich danke für die Einladung und tschüss. Danke, Rüdiger. Danke, Rüdiger. Ach, immer dieser. Habe ich auch ein Mikro was gegeben? Nein, du hast keins. Doch, ich will, Rüdiger, auf eine Sache will ich noch eingehen. Du hattest Werbung gemacht für den Film von Marc Bartalmay. Ihr kennt bestimmt alle Eva, die läuft gleich rum mit einem Bauchladen. Da findet ihr unter anderem dann auch die DVD von Marc Bartalmay. Also, wenn ihr sie schauen wollt und ihr solltet es wirklich tun, dann an der Stelle. Ist auch ein bisschen günstiger als im Internet, aber davon mal abgesehen.